Wenn Mama schwindelt, zieht Lisa die Holzmaus durchs Zimmer. Bleibt der gelbe Brei stehen. Überdauert der Geruch nach Schleim über der Nasenwurzel an diesen Tagen mit Asche, Schneeregen und Verkehrstoten beim Senderüberschlag. Kommt der Mann zu früh, den Zimmermann im Gesicht und mit Wachshänden, schmeckt das Brot nicht, Rumen verkleben den Gaumen, die Aussicht auf Besserung, Sommertage, an denen das Brot auch nicht schmeckt, doch in der Sonne ließe sich ein Buch über Bonhoeffer lesen, wenn ihr schwindelt. Könnte Lisa nach dem Staub im Licht greifen, mit der Holzmaus am Mund in Fasern Leben schmecken.